Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Meerwassergemeinde. Oder guten Tag, oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Für mich ist es gerade Morgen, relativ früh am Morgen, 9.30 Uhr. Nein, ich komme aus der Nachtschicht, von daher ist es sehr früh für mich. Ich bin auf dem Weg zum Sebastian. Der hat sich bei mir gemeldet und er möchte gerne oder braucht Unterstützung beim Aufbau, Betrieb und Pflege eines Meerwasserbeckens. Er selber ist Süßwasser-Aquarianer und hat bisher noch nicht viel gesehen, beziehungsweise gesehen schon, aber wie das Ganze im Hintergrund funktioniert etc. pp. Dafür hat er mich dann kontaktiert, hat sich meine Videos angeschaut und kommt auch direkt aus der Nähe. Von daher ist das ein Katzensprung, es ist relativ einfach zu handeln, mal eben zu helfen, und genau das machen wir jetzt. Wir fahren heute erstmal dahin. Ich fahre da erstmal hin und dann bauen wir das Becken auf, Technik in Ordnung bringen, so dass es in Betrieb genommen werden kann. Und ja, das machen wir dann auch. Wir waren letzte Woche schon unterwegs, waren beim Norbert, haben viel erzählt, viel gemacht. Leider haben wir dann nichts aufgenommen, genau aus dem Grund, weil als er eingestiegen ist, haben wir vorher nur über WhatsApp gechattet etc. Da gab es natürlich viel zu erzählen und hat die Kamera natürlich nicht mitlaufen lassen. Ja, und beim Norbert gab es auch sehr viel zu erzählen, wie das halt so ist unter Aquarianern. Ne? Man sieht sich, man trifft sich, man erzählt und ja, haben wir nicht geschafft zu filmen. Aber dafür filmen wir heute. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg. Er wohnt mehr oder weniger 12 Kilometer von mir weg, also Schlagdistanz in diesem Sinne. Kann ich auch da mal hier und da eben kurz rüberfliegen, wenn irgendwas sein sollte. Und dann bringen wir mal einen Süßwasser-Aquarianer an die Meerwasserfront. Also, seid gespannt. Wir werden das Ding aufbauen. Wir werden gleich noch ein kleines bisschen schnacken, würde ich sagen, damit der Sebastian was von sich erzählen kann. Und ja, Rock'n'Roll, auf geht's. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Ach nee, das ist ja eigentlich der Part für das Ende. Nein. Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser und ich habe es eben schon angeteasert und ich bin beim Sebastian. Hi. Und wir wollen heute hier ein Becken starten, ein Amatus XD. Sebastian ist pauschal gesagt Meerwasser-Newbie und hat sich via Insta bei mir gemeldet. Hat von mir gehört, gesehen, wie auch immer, ich weiß nicht über welche Kanäle, egal. Facebook. Facebook. Ja, ja. Okay. Ja, Sebastian, erzähl mal ein kleines bisschen von dir. Was hast du gemacht? Wie hast du es vor? Warum Meerwasser? Also erstmal bist du ja hier, um mir zu zeigen, wie es funktioniert. Nee, also grundsätzlich, wir hatten zwei, beziehungsweise ein Malawi-Becken, beziehungsweise Tanganyika. Ein Guppi-Becken von meiner Frau und meine Tochter, die hat auch zwei Garnelenbecken. Aber wir haben uns da irgendwann mit der Zeit einfach dran satt gesehen. Ich würde mal jetzt pauschal sagen, der übliche Weg. Also ja, so war es zumindest bei mir auch. Ich habe auch die üblichen Stufen durch im Süßwasser durchlaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, da muss es doch noch mehr geben. Und es gibt tatsächlich mehr. Ja, aber ich denke mal, jeder, der vom Süßwasser dann jetzt auf Salzwasser umsteigt oder umgestiegen ist, der wird natürlich jetzt mit der Problematik zu kämpfen haben, dass es dann alles in wenigen Ecken doch Ähnlichkeiten gibt. Es ist ein kompletter Umstieg, weil du halt nicht nur, ich sag jetzt mal, die Grundbiologie im Becken hast, die ist ja sowieso nicht vollständig anders, aber wir müssen halt auf andere Parameter achten. Und dann kommt natürlich noch die Kleinigkeit der Kalkhausversorgung, der Kalkhaushalt dazu. Und dann die Technik ist komplett anders. Aber da gehen wir dann gleich auch drauf ein. Du hast ein Becken bekommen, organisiert, ja, einen Schnapper gemacht. Ja, den Schnapper darf man das ja schon gar nicht mehr nennen. Nee, ich habe auf der Suche nach einem Becken, also bei mir, was heißt, mir war es wichtig. Ich habe nach gebrauchten Becken geschaut und hatte dann irgendwann mit dem alten Besitzer von dem Becken Kontakt gehabt. Einfach kurzer Austausch, was hat das Becken, was kann das Becken und was ist dabei.
Und ich weiß nicht warum, da kam es irgendwie nicht weiter zustande. Ich weiß auch gerade nicht mehr warum. Ja, und ich glaube, knapp eine Woche oder 10 Tage später schrieb er mir dann, hey, hör mal, pass auf. Willst du nicht haben? Willst du es nicht haben? Komm es bitte morgen einfach abholen, ich schenke es dir. Wow, ja. Das ist ja schon mal ein guter Grundstock. Schauen wir uns gleich mal an, was so alles dabei ist. Es war ein Grundstock an Technik dabei. Ja. Mussten natürlich noch hier und da ein paar Kleinigkeiten dazu kaufen. Wir haben versucht, das nach Möglichkeit nicht alles neu zu kaufen, weil man muss ja auch erstmal rausfinden, ist das Meerwasser überhaupt was für mich? Und da muss man jetzt nicht hingehen und tatsächlich erstmal tief in die Tasche greifen und komplett neu kaufen. Ich glaube, es wäre aber auch interessant, also es ist jetzt nicht so, als hätten wir die Sachen jetzt nicht, zum Beispiel wie den Abschirmer. Mhm. Den hätte man natürlich auch neu kaufen können, ist alles keine Frage. Aber warum nicht auch mal ein paar Ecken sparen? Ne? Ich denke, ich denke, dass es halt auch vielleicht interessant ist, das mal zu besprechen, dass es Grunddinge gibt, die man neu kaufen sollte, vielleicht sogar muss. Ist richtig, ja. Aber halt auch Dinge gibt, wo man sagt, okay, wenn ich die schnappen kann, gebraucht, Zustand ist gut, warum nicht? Ja, aber ihr alle wisst da draußen, dass es schnell relativ teuer werden kann, wenn man dann einmal wirklich Blut geleckt hat. Aber okay, wir starten jetzt erstmal hier. Ich leite ihn ein kleines bisschen mit an, nehme ihn an der Hand, also mein kleiner Paravan hier. Und dann schauen wir mal, dass wir das Ding ans Rennen kriegen. Wir werden uns gleich erstmal um den Aufbau der Technik erstmal das Grundgerüst kümmern, werden auch noch hingehen und den Boden weiß polieren. Jetzt heute Morgen dann kurzerhand dann doch entschieden, erstmal den Sand wegzulassen, weil im Nachhinein den Sand einbringen kann man immer noch. Aber damit das auch entsprechend hübsch aussieht, müssen wir da halt den Boden weiß polieren, weil das ist was Physikalisches. Sobald das Wasser drin ist, sieht man unten den weißen Schrank nicht mehr. Warum das so ist, hat was mit Spiegelung zu tun. Habt ihr bei mir gesehen und ich würde sagen, wir fangen dann langsam mal sicher mal an. Man muss ja auch dazu sagen, dass Daniels Becken natürlich schon, aber das ist ein gutes Grundgerüst, um zu zeigen, wie es sein kann. Da kann es hingehen, richtig. Aber wie es nicht laufen muss. Ne? Genau, also der Plan hier sieht ja im Endeffekt aus, dass du es einfach halten möchtest, aber natürlich muss dann, oder soll es natürlich auch ein bisschen bunt werden. Das werden wir dann im Endeffekt durch LPS hinkriegen. Wir werden den Bereich Leder, Weich und LPS hier versuchen abzudecken. Und was wir alles so an Technik haben und was wir verbauen, zeigen wir euch dann nachher, wenn es dann aufgebaut ist, dann gehen wir das einmal komplett durch. Ja. Und den Aufbau, den hauen wir in den Zeitraffer rein. Und dann schauen wir mal, wie es dann so wird. Also, in diesem Sinne, dranbleiben, bis gleich. Moment, wie sagt man so schön? Sagen die ganzen YouTuber hier. Happy Reefer? Happy Reefing, genau. Reefing, yeah. Wäre eine Variante, genau. Also, dranbleiben, bis gleich. Malheur zu beheben, und zwar das ist das Ablaufsystem hier vom Schacht. Hier kann man über die Stange dementsprechend hier unten verstellen. Und die Stange war hier schon gebrochen und das war die Oberseite, die wir hier hatten. Ja, ist schon fest jetzt. Und wir mussten das Ganze natürlich irgendwie wieder zum Laufen kriegen. Wir sind jetzt hingegangen und haben die alte Verklebung aufgebohrt, ausgefräst mit dem Bohrer und haben die Stange neu reingesetzt. Die wird natürlich jetzt ein kleines bisschen tiefer sitzen. Aber nicht weiter schlimm, es ist wieder instand gesetzt und jetzt können wir damit arbeiten. Ja Leute, jetzt haben wir es im Endeffekt geschafft. Erstmal, Steine sind drin, die hinteren drei, beziehungsweise vier hier hinten,
sind verklebt, blende ich auch nochmal separate Bilder ein. Hier vorne, das ist die Brücke, die ist nur gestellt und draufgesetzt, weil wir hier vorne auch eine große Anemonenhöhle haben. Da soll dann eine Anemone rein. Ja, Technik ist soweit verbaut. Im Detail sieht das ähnlich aus. Bewegungsmelder drin. Wir haben einmal einen Marble Magus C5 in der DC-Version. Dann haben wir als Rückförderpumpe hinten drin eine Aquamed DC Runner 3.3 ist das, glaube ich, nennt die sich. Wir haben hier oben noch eine Smart Drift 7.1 und Thermocontrol von Aqualite. Ja, hier vorne haben wir noch einen Eheim Heizer liegen, der direkt für sowas geeignet ist, also direkt angesteuert wird und ohne dementsprechend Thermocontrol inbegriffen, also entweder so einen Sonnenheizer oder einen Titanheizer nimmt man da. Ja, hier ist es schon ein bisschen Wasser drin. Wir haben es Absolute Ocean abgemessen und reingepackt. Wir packen erstmal keinen Sand rein. Wir haben, wie eben auch schon gesehen, blende ich auch noch mal kurz mit ein, die Unterseite foliert und schauen erstmal, wie das gefällt, weil es auch einfacher zu handeln ist und gerade im Anfängerbereich, ja, sag ich jetzt mal, ist es wichtig, dass es erstmal einfach bleibt. Ja, wie gesagt, das Becken wird jetzt geflutet und dann werden wir in den nächsten Tagen schauen, wie es weitergeht. So, Sebastian. Und? Hast du dir so vorgestellt? Sagen wir mal schon. Wir waren um 10 Uhr hier, war ich, so kurz vor 10. Und wir haben es jetzt, lass mal eben gucken, 3:15 circa. Also knapp 5 Stunden für ein bisschen Technik. Aber. Ja. Ich hätte das ohne Daniel alleine nicht hinbekommen. Ja, okay, wenn man diese Art von Technik nicht kennt, dann ist das natürlich was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Welt, das ist eine ganz andere Herangehensweise als wie im Süßwasser. Und von daher ja, ist ein bisschen Anleitung wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ja, aber wir haben es jetzt erstmal grob verbaut. Dafür sieht es auch jetzt schon für mich sehr hübsch aus. Ja, definitiv. Ich blende noch mal eben den Technikbereich mit ein. Ihr seht, da ist noch ein kleines bisschen Chaos in Sachen Kabeln, aber da kommt noch ein Kabelkanal hin unter die Controller, wo dann die Kabel schön drin verschwinden, dass wir da ein bisschen Ordnung reinkriegen und vor allem das Ganze vor Spritzwasser schützen können. Aber das wird ja dann nachher auch nochmal. Das kriegen wir im Nachhinein. Genau. Jetzt haben wir erstmal, wie im Bild auch zu sehen ist, erstmal das Absolute Ocean komplett reingepackt oder fast komplett. So knapp 15 Liter, 18 sollten das sein insgesamt jeweils. Und packen jetzt das Osmosewasser rein, weil wir jetzt noch, ja, jetzt können wir halt erstmal auffüllen und auf die richtige PSU gehen. Genau. Und das ist dann im Endeffekt jetzt erstmal Tagesarbeit noch, bis das Becken voll ist. Und erst dann, wenn es voll ist, kann der Cycle beginnen. Und dann schauen wir mal, wie der Rest dann so funktioniert und einzustellen ist, aber wird schon. Also es ist kein Hexenwerk, es ist eigentlich nur Know-how. Für einen Neuling schon. Alles klar, du kannst dich schon mal ein bisschen mit den Wassertests beschäftigen. Ja. Wie es dann der Salzgehalt abzulesen ist, wie die entsprechenden Parameter zu messen sind. Das ist schon mal jetzt im Vorfeld so ein kleines bisschen Aufgabe. Weil Hausaufgaben. Hausaufgaben, genau. Und ich denke mal, wenn der Cycle einigermaßen läuft, dann können wir auch gucken, dass wir schnellstmöglich schon die ersten Korallen reinsetzen, damit Tiere reinkommen, damit Biologie reinkommt. Das ist ja jetzt das Ziel. Wir haben jetzt komplett tot. Alles ist tot. Also da ist nirgendwo Biologie drin. Da wir jetzt auch den Live-Sand erstmal nicht genommen haben, genau, sondern den Boden foliert haben, wegen der schönen weißen Optik. Mal gucken, wie lange er das macht. Ich habe nach 1,5 Monaten aufgegeben. Was aber vielleicht auch mal interessant wäre, ob es Leute gibt, die das schon ausprobiert haben mit dem Absolute Ocean und Live Sand. Was ist da für so... Das ist nicht das große Problem. Das haben bestimmt schon viele gemacht. Es ist halt jetzt die Problematik, das Absolute Ocean ist ja im Prinzip nur das Salz. Ja, wenn wir jetzt den Live Sand rein gemacht hätten und wie es mit dem Epo-Reef dann im Endeffekt funktioniert, ob das jetzt tatsächlich zur Bakterienblüte führt oder nicht. Wenn wir das natürlich jetzt schon arbeiten lassen eine Zeit lang und bauen eine gewisse Grundbiologie auf, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wenn wir im Nachhinein Sand einbringen sollten, Live-Sand, dass dieses Becken das wahrscheinlich besser verkraften kann, weil dann auch schon eine Biologie da ist, die dann mitarbeiten kann.
Aber das braucht man nicht. Also gucken wir, dass wir schnellstmöglich irgendwelche Tiere kriegen, die wir reinsetzen können. Aber dann fängt dann auch schon die Arbeit an, weil dann fängt das Messen an, verbraucht das Becken schon Calcium, KH. Wie sieht es aus mit den Nährstoffwerten, sprich Phosphat, Nitrat, dann dosieren. Dosieren, genau. Und dann ist die Frage, wie viel muss dosiert werden? Es darf nicht zu viel rein insgesamt, damit ja, diese Balance jetzt zu finden und zu halten, das ist die Kunst. Das ist die reine Kunst, das Becken am Laufen zu halten. Wenn das einigermaßen läuft, dann kriegen wir das Becken auch ans Rennen. Aber dafür habe ich ja den guten Lehrmeister an der Hand. Ob das jetzt ein Lehrmeister ist oder nicht, ich habe ein bisschen Erfahrung, das war es dann aber auch. Ja, okay, Leute. Ich denke mal, das war jetzt der erste Teil. Wir werden definitiv noch weitere Teile drehen. Wie misst er, etc. pp. Uns fällt da garantiert noch was ein. Einsetzen der ersten Tiere, werden wir alles dokumentieren und festhalten. Also in diesem Sinne, es geht weiter hier auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper, Sebastian. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.